Wir fordern, dass alle Organisationen der Vereinten Nationen auch Zugang haben für die humanitäre Hilfe, die sie durchsetzen wollen. Und die humanitäre Hilfe muss natürlich im Einklang mit den international vereinbarten Prinzipien auch sein. Und wir haben heute noch mal bekräftigt von deutscher Seite, dass wir 600 Millionen Euro einsetzen werden, noch in diesem Jahr, um die humanitären Probleme zu lösen, zu helfen. Denn der wirtschaftliche Kollaps muss verhindert werden. Wir haben heute alle zum Ausdruck gemacht, dass nach unserer heutigen Einschätzung, ich habe das jedenfalls sehr deutlich gesagt und viele andere auch, dass nach unserer heutigen Einschätzung die Regierung der Taliban nicht inklusiv ist. Deshalb steht das Thema Anerkennung der Taliban auch nicht auf der Tagesordnung. Wir haben darauf noch mal uns besonnen, dass Afghanistan natürlich auch von der Corona-Pandemie betroffen ist und dass eine zügige Impfkampagne neben den humanitären Hilfen auch von großer Wichtigkeit ist. Ich glaube, ich schließe mich da der Bordmitteilung heute voll an. Kristalina George war hier da und es sind ja nun Untersuchungen durchgeführt worden und es ist ja auch gesagt worden, dass das Vertrauen da ist und dem schließe ich mich natürlich an.